Hallo, mein Name ist Marcel Winkler. Ich bin Auszubildende beim Abfallwirtschaftsbetrieb München im Ausbildungsberuf Kauffrau für Büromanagement. Im ersten Lehrjahr habe ich 3 Tage in der Woche bin ich hier im Betrieb. 2 Tage die Woche habe ich Berufsschule. Das ist ganz hier in der Nähe, in der Riesstraße. Ansonsten bin ich in verschiedenen Abteilungen hier eingesetzt gewesen schon in dem ersten Jahr. Ich war in der Werkstatt im Büro drüben. Ich war im Rechnungswesen, ich war in der Personalabteilung. Jetzt im Moment bin ich hier im Marketing und Vertrieb. Meine Aufgaben hier sind primär unterstützende Natur. Ich unterstütze die Sachbearbeiter bei den Tonnenreinigungsanträgen. Ich unterstütze dabei, wenn Qualitätskontrolleure ihre Berichte abgeben, dass ich die entsprechenden Listen erstelle und das vorbereite für die Sacharbeiter, damit sie das weiter bearbeiten können. Ich stelle Mappen zusammen für Hausverwaltungen, damit die sich die Informationen über unsere Produkte kompakt zusammen anschauen können. Ja, das sind so die Hauptaufgaben, die ich im Moment habe. Warum ich mich für den AWM entschieden habe? Einerseits habe ich, als ich mich umgeschaut habe, die Homepage gesehen und war erstaunt und neugierig, was der AWM alles zu bieten hat. Natürlich denkt man zuerst nur an die Müllabfuhr. Aber es gibt so viel mehr wie die Wertstoffe für die Halle 2. Das ganze Nachhaltigkeitskonzept hat mich furchtbar interessiert und überzeugt. Und da wollte ich einfach Teil davon sein. Zusätzlich ist es für mich ganz praktisch. Ich bin eine Mutter von 2 Kindern und kann diese Ausbildung in Teilzeit machen. Das hilft mir natürlich sehr und da freue ich mich sehr drüber. Genau. Voraussetzungen für diesen Ausbildungsberuf sollte man auf jeden Fall motiviert sein. Man sollte teamfähig sein. Man sollte kundenorientiert sein, man hat viel Kundenkontakt, man sollte kaufmännisches Rechnen und Denken mitbringen, man sollte auf jeden Fall auch sich in Wort und Schrift gut ausdrücken können, man sollte flexibel sein, denn die Aufgaben sind sehr vielseitig und man sollte natürlich Spaß an der Sache haben.